Ich denke, dass die Auswirkungen des Sieges der polnischen Partei für Recht und Gerechtigkeit auf den polnischen Zloty von den westlichen Medien stark überschätzt wurden. Dr. Jarosław Kaczoty, PKO-BP. Der Sieg der polnischen Partei für Recht und Gerechtigkeit im Jahr 2015 hat dem polnischen Zloty eine unleichte Zeit eingebracht. Während dieser Zeit hatte sich die neue Regierung auf die Umsetzung einer eher nicht traditionellen Politik konzentriert, die auch in den restlichen Entwicklungsländern immer populärer wird. Wie sieht Ihre kurzfristige Prognose für das Euro-Zloty-Paar aus? Die Auswirkungen des Sieges der polnischen Partei für Recht und Gerechtigkeit auf den Zloty wurden von den westlichen Medien stark überschätzt. Während dieser Zeit hatte der japanische Yen seine Positionen zum US-Dollar etwas aufgegeben und diese Tatsache hat sowohl den polnischen Zloty als auch alle anderen Entwicklungsmarktwährungen beeinflusst. Im vergangenen Monat hat die chinesische Regierung die Kontrolle zum Kapitalzufluss verstärkt, was den chinesischen Yuan, den polnischen Zloty und die allgemeine Stimmung der Investoren, was die Entwicklungsmärkte angeht, positiv unterstützt hat. Bis zum März müsste sich diese Tendenz weiter fortsetzen. Das Euro-Zloty-Paar müsste während dieser Zeit bei rund 4,40 liegen. Die Analysten der Commerzbank finden, dass das größte Risiko, was die polnische Währung angeht, die Tatsache sei, dass die momentan positive Einstellung der Investoren sich schon sehr bald ändern könnte. Und zwar aufgrund des US-Leitzinserhöhungsprozesses. Können Sie dieser Meinung zustimmen? Seit Mitte 2013 stellt der Leitzinserhöhungsprozess und das Ende des quantitativen Lockerungsprogrammes in den Vereinigten Staaten für alle Entwicklungsmarktwährungen die größte Gefahr dar. Die Auswirkungen dieser Entscheidung werden immer schwerwiegender. Das Jahr 2017 wird sich von den bisherigen Jahren in diesem Zusammenhang kaum unterscheiden. Trotz dieser Tatsache nehme ich nicht an, dass der polnische Zloty während der kommenden 3 Monate sinken wird, weil ich nicht glaube, dass die Fed den Zins im März anheben wird. Während dieser Zeit müsste das Euro-Zloty-Paar bei rund 4,45 liegen. In einigen europäischen Ländern werden in diesem Jahr Wahlen stattfinden. Die Gefahr sogenannter populistischer Bewegungen wird immer größer. Inwiefern wird diese Tatsache das Euro-Zloty-Paar beeinflussen? Wie wichtig werden dabei die wirtschaftlichen Daten sein? Die politischen Auswirkungen werden nur kurzfristig sein. Die langfristige Einstellung der Investoren, was die Entwicklungsmärkte angeht, wird von den Prognosen des Euro-Zloty-Paares abhängen. Und in diesem Fall werden die wirtschaftlichen Daten im Vordergrund stehen und nicht die politischen. Wir gehen davon aus, dass das Euro-Zloty-Paar in diesem Jahr steigen wird. Wir rechnen mit einem Aufwärtstrend, und zwar aufgrund eines starken US-Dollars, der aufgrund eines Liquiditätsmangels außerhalb der Vereinigten Staaten unter Druck sein wird. Und das ist der Grund, warum das Euro-Zloty-Paar in diesem Jahr steigen wird, und zwar bis auf 4,45. Jarosław, ich bedanke mich für Ihre Prognose. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Bleiben Sie dran, alles Gute und bis bald. Yes.